Also, Doc, Sie haben Ihr Leben in London aufgegeben, um unser praktischer Arzt hier im verschlafenen Port Wayne zu sein. Ja. Vielleicht sagen Sie noch etwas mehr. Ja, Caroline. Seien Sie gefälligst vorsichtig. Was zur Hölle ist hier los? Doc Martin, Sir, keine Sorge, wir haben alles unter Kontrolle. Was ist Ihr Problem? Ich habe Brüste. Das ist nichts Ungewöhnliches, das ist normal. Wow. Bin ich Ihr erster offizieller Patient? In der Tat, ja. 1000 Treuepunkte und der Sarg ist kostenlos. Es geht um meine Frau. Bluthochdruck, Schilddrüse. Wenn sie nicht kommen will, kann ich auch einen Hausbesuch für sie arrangieren. Das ist ja nun wirklich zu spät. Inzwischen ist sie doch schon 12 Monate tot. Gibt es hier irgendjemanden mit einem medizinischen Problem? Ach, sind Sie so mit den Leuten in London verfahren, ja? Kein Wunder, dass Sie jetzt hier unten mit eingezogenem Schwanz rumlaufen. Sind Sie Doc Martin? Gibt es auch eine Mrs. Doc? Nein, gibt es nicht. Oh, dann sind Sie ganz allein. Im Pub gibt es wirklich gutes Essen. Und Drinks. Warum treffen wir uns nicht abends auf einen Drink? Okay. Was ist schiefgelaufen? Ein angesehener Chirurg aus einem Londoner Klinikum wird praktischer Arzt in Port Wayne. Wenn Sie ehrlich sind, Doc, Sie brauchen Patienten. Haben Sie Ihre Prostata untersuchen lassen? Wieso? Das sollte ich mir mal ansehen. Was, Sie wollen mir... Dauert keine Minute. Und wir brauchen einen Arzt. Zunge ganz nach oben. Na los, hoch damit. Genau so. Deshalb müssen wir uns ja nicht unbedingt lieben.